Willkommen beim neuen Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2019 und heute ganz große Premiere. Ich habe eine Kandidatin an meiner Seite, die Sarah, die ihr alle kennt, die aktuell noch um den Titel GNTM 2019 kämpft. Und ich dachte, wir quatschen einfach mal darüber, was alles so ein bisschen passiert ist bis jetzt. Und ich habe mir viele Fragen überlegt und was meine Fragen sind, das erfahrt ihr jetzt. So, ein neues Interview, große Premiere, wie schon gesagt. Du bist quasi, glaube ich, die Erste, die hier ist, die noch um den Titel kämpft. Ja, mhm. Auch gut, ja. Oder? Finde ich gut. Ja, cool, dass du das zeitlich einrichten konntest. Und ich habe mir wie immer viele Fragen vorbereitet, die sind natürlich immer ein bisschen ähnlich, ja, wie die Mädels, die ich hier schon mal hatte. Mhm. Aber ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Also die erste Frage, hast du eigentlich GNTM so in den letzten Jahren immer ein bisschen verfolgt? Ja, also ich habe das schon sehr fleißig mitgeschaut, aber es gab natürlich dann wieder die ein oder andere Staffel, die ich ein bisschen weniger geschaut habe, aber schon die letzte zum Beispiel habe ich schon richtig gesuchtet. Okay, hast du dich denn schon mal bei GNTM beworben? Ja, ich habe mich letztes Jahr beworben gehabt. Ja, ich habe irgendwie, haben so viele irgendwo mal geschrieben, ja, die Sarah war da schon mal dabei und ich war so, hä? Nee, gesehen nicht, aber... Nee, die denken, ich bin die Sarah von dem letzten Jahr, die auch das Curvy Model? Ja, so ein bisschen curvy war. Echt? Und ich weiß auch nicht, also ich glaube, das ist, weil meine Augen stehen etwas weiter auseinander und das hat sie auch und ich glaube, dass man dann schnell verglichen wird. Und ja, auf jeden Fall habe ich das auch am Anfang die ganze Zeit in den Kommentaren gelesen, sodass es immer hieß, so, die war schon letztes Jahr dabei, die hat nur ihre Haare blond gefärbt. Ich so, her und nah, ich bin jemand anderes, Leute. Ja, aber ich hatte mich auch beworben, wurde aber aufgrund der Größe nicht genommen. Wie groß bist du? 1,70. Und da haben sie gesagt, bist du klein. Genau, haben sie gesagt, danke, dass du gekommen bist, aber leider die Größe passt nicht. Da dachte ich mir so, ist ja sehr nett, aber ich probiere es trotzdem noch mal. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also eigentlich könnte man ja dann so meinen, dass wenn man irgendwie deswegen nicht genommen wird, dass man es vielleicht gar nicht mal probiert, weil man sich dann so denkt, ja gut, die nehme ich eh nicht, weil gewachsen bist du ja wahrscheinlich hinten, ja. aber du hast dich dann noch mal beworben. Ja. Und dann lief es gut. Ja, also ich denke, dass es diesmal vielleicht geklappt hat wegen dem Hashtag, weil ich vielleicht, keine Ahnung, dachte, nee, ich bin vielleicht ein bisschen witzig oder so, weil ich viel in meinen Storys gepostet habe und so. Ich denke, da haben die dann nochmal einen Einblick bekommen. Dann hatte Heidi ja auch mein Bild kommentiert. Ja. Und dann wurde ich auch eingeladen zum Casting. Und ja, da dachte ich mir so, ja klar, jetzt könnte es halt immer noch an der Größe scheitern. Aber das war dieses Jahr anscheinend kein Kriterium, um einen nicht zu nehmen. Ich war zwar die Kleinste, aber es waren auch noch ein, zwei andere in meiner Größe oder ungefähr meine Größe so dabei. Was ist das für ein Gefühl, wenn man irgendwie sein Instagram öffnet und sieht, dass er die Klum kommentiert hat? Ja, also du bist erstmal so, hä? So, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein, so, dass einfach Heidi kommentiert hat. Also ich war einfach nur so geschockt und das ist halt alles, was so passiert generell, was keine Ahnung, so eine Richtung geht mit Heidi, mit Stars treffen, mit L.A., so, das zieht erstmal so an dir vorbei, du kannst das halt alles noch gar nicht realisieren und das war halt auch so ein Moment so, okay, krass. Irgendwann hast du ja dann diese Einladung zu den Top 50 bekommen, in Berlin wurde gedreht, wie war das für dich, als du dann so vor Ort warst? Ich meine, du warst ja eine der Kleineren und alle sind wunderschön, ist man da so eingeschüchtert oder? Ja, so man schaut schon und denkt sich so, okay, wie sieht die Konkurrenz aus und so, das ist, glaube ich, normal. Aber ich habe mich schon immer versucht, auf mich selbst zu konzentrieren und mich auch nicht von der Größe runterkriegen zu lassen, weil ich dachte mir dann in dem Moment schon, ja, jetzt bin ich ja schon hier, trotz meiner Größe. Ja. So, sie wissen ja schon, wie groß ich bin. Also war das jetzt für mich eigentlich nicht mehr unbedingt der Grund, warum ich jetzt nicht weiterkommen könnte. Und wie war das? Ich meine, denn dann ist man da beim Dreh und man kommt irgendwie weiter und plötzlich geht's los, dann ging es nach Österreich. Wie ist das so? Also glaubt man jetzt, krass, ich bin jetzt dabei, oder realisiert man das in dem Moment gar nicht? Nee, also man realisiert es auf keinen Fall. Und ich dachte auch immer wieder, ja, es ist eh gleich vorbei. So, häng's nicht an die große Glocke, weil, ja, es kann in einer Woche wieder vorbei sein. Dann war ja auch im Endeffekt nicht viel. Auch in einer Woche, ja, es war halt nur eine Woche. Ja. So. Und dann hat Heidi mich auch einmal ein bisschen veräppelt, dass ich rausfliegen würde. Ehrlich gesagt hat sie schon zweimal gemacht. Einmal wurde im Fernsehen gezeigt, einmal nicht. Und da war ich auch so, ja, okay. War klar so. Ich habe gar nicht so richtig an mich geglaubt. Ja. So. Du hast ja dann, ich glaube nach Folge 3 sind ja die Models ausgesucht worden, die mit nach L.A. dürfen. Wie krass ist das dann? Weil ich meine, wenn man mit nach L.A. darf, dann ist man ja in der Top 21. Das ist ja schon eine Auszeichnung. Wenn man vorher fliegt, ist es so, okay, cool, man war dabei, aber L.A. ist schon Königsdisziplin.
Ja, ich habe immer zu meiner Mama und zu meinem Stiefvater auch so gesagt, ja, wir dürfen das noch nicht so zelebrieren, bevor, also erst ab L.A. können wir uns richtig freuen und so. Und als es dann wirklich so kam, ja, ich steige jetzt in diesen Flieger und ich fliege nach L.A., da ist schon auch so eine Last von mir gefallen, weil ich dachte so, ja, jetzt bin ich wirklich dabei. So. Gab es in dieser ersten Phase, bevor es nach L.A. Ging, so irgendeine Erfahrung, als Beispiel beim Dreh, die für dich krass war? Also ich meine, du standest ja wahrscheinlich noch nie groß vor der Kamera und plötzlich hast du überall Kameras um dich herum. Ist das ein cooles Gefühl, ein anstrengendes Gefühl oder wie ist das so? Auf jeden Fall ist es ein anstrengendes Gefühl. Also wir hatten ja die eine Situation, wo Heidi meinte, wir dürfen nochmal unsere Handys rausholen, nochmal kurz irgendwie Family, kurz mal Tschüss sagen, bevor wir die Handys abgeben. Und da habe ich meine Mama angerufen, habe ich gesagt, angefangen zu weinen, habe gesagt, das ist nichts für mich. Ich will nach Hause. Okay, echt? Ja, weil, es ist... Das ist ein krasser Druck wahrscheinlich auch, oder? Ist ein krasser Druck, dann die ganzen Kameras. Ich war so irgendwie eingeschüchtert von der ganzen Situation. Und ich habe gemerkt, ich bin zwar verrückt und ich kann vielleicht auch Späßchen machen und so weiter, aber solange ich vor der Kamera bin und es wird so abverlangt und ich weiß nicht. Also ich habe mich in der Situation noch nicht wohl gefühlt. Gab es zum L.A.-Zeitpunkt schon Mädels, mit denen du dich als Beispiel besonders gut verstanden hast? Welche Zeit? Also jetzt, als es nach L.A. ging, hast du da schon jemanden gefunden gehabt von den Mädels, mit denen du dich richtig gut verstanden hast? Ja, also ich war mit Julia eigentlich schon von Anfang an, wie sagt man das? Sehr, sehr eng einfach. Sehr eng, ja. Und auch mit Vanessa, die habe ich auch schon vor dem Casting sozusagen kennengelernt, da haben wir in Instagram geschrieben. Cool. Und so, das heißt, also da hatte ich auf jeden Fall schon zwei Bezugspersonen. Kannst du die Kritik an Vanessa verstehen? Die kriegt ja immer relativ viel Shitstorm, weil sie immer so sehr selbstbewusst ist. Wie hast du denn das wahrgenommen? Ja, also natürlich kommt es im Fernsehen vielleicht ein bisschen überheblich rüber, einfach weil es so oft reingeschnitten wird. Mhm. Aber man muss ja immer bedenken, sie wird ja gefragt, hattest du schon viele Castings, was hast du schon alles gemacht und so. Und sie antwortet ja eigentlich nur auf das, was die Leute wissen wollen. Ja. Und dann haben sie es ja auch in der Hand, wie oft sie es reinmachen. Ja. So, das heißt, ich kann es in dem Sinne nicht verstehen, weil ich finde es super, dass die Vanessa selbstbewusst ist. Und ich finde, das ist einfach Quatsch, wenn man es direkt als arrogant abstempelt. Das ist aber vielleicht auch einfach so, wie es halt im Endeffekt dargestellt wird. Also du hast sie auch nie als arrogant oder übertrieben selbstsicher wahrgenommen? Nö, also als arrogant nie. Also dass sie selbstbewusst ist, das merkt man eben. Aber da denkt man sich eher so, wow, ich will es vielleicht auch mal so schaffen, dass ich so stark bin, dass ich in die Castings reingehe und wirklich so selbstsicher bin. Ja. Gab es irgendjemanden, mit dem du dich nicht so gut verstanden hast? Was für eine Frage. Ja, was für eine spannende Frage. Ja, natürlich Simone habe ich mich nicht gut verstanden. Das war generell viel Unruhe in der Gruppe, was sie angeht. Also man hat ja so das Gefühl, dass du nicht die Einzige bist, die sich mit Simone nicht so versteht. Als Zuschauer, also wenn ich das sehe, versteht man das oft nicht so ganz, was natürlich auch daran liegt, dass die Sendung ja anderthalb Stunden geht, also man kann ja nicht alles zeigen. Was ist so das wirkliche Problem, dass als Beispiel du dich auch mit Simone nicht verstehst oder die anderen? Was stört da so ein bisschen? Ja, es sind mehrere Faktoren, aber zum Beispiel war sie hinter der Kamera, also wenn wir wirklich mit ihr in der Villa zusammengelebt haben, nicht besonders nett. Sie war oft respektlos, rücksichtslos und man konnte es ihr halt auch nie sagen. Also immer, wenn man sie drauf angesprochen hat oder versucht hat, wirklich Dinge mit ihr zu klären, weil ich meine, wir machen alle Fehler. Wir sind alle mal zickig gewesen. Das ist ja normal. Wir hocken 24/7 aufeinander. Aber wir konnten es auch einsehen oder wir konnten quatschen und dann auch mal Entschuldigung sagen. Am nächsten Tag war es wieder gut. Aber solange man versucht hat, was mit Simone zu klären, ging es immer mit Lügen los. Also sie hat sich dann immer versucht, mit Lügen rauszureden. Ja. Dann, sie hat halt wirklich nie was eingesehen, ist immer in die Opferrolle verfallen. Und die Situationen, die überhaupt entstanden sind, die konnte man schon gar nicht nachvollziehen, warum sie sich jetzt so fällt, warum sie so Sachen sagt, warum sie so unfreundlich ist, sag ich mal. Also sie war halt einfach, sie hat ihr Ding gemacht und sie ging mit uns nicht gut um. Und vor der Kamera war sie dann immer diese super freundliche, übernette Semischein. Und wenn du das siehst, kriegst du halt schon irgendwie auch das Kotzen. Ja. Klar, du kannst schon sagen, das ist mir egal, mach dein Ding. Ja. Aber wenn sie zu mir in der Villa privat respektlos ist, stecke ich das vielleicht dreimal ein. Beim vierten Mal sag ich aber, ey, so nicht. Und genau so war es halt im Endeffekt auch immer. Hat sie sich auch immer von der Gruppe abgekapselt? Also es klingt jetzt auf mich so, oder war sie schon jemand, der in der Gruppe dann immer so involviert war? Das ist ganz witzig, weil sie hat einmal gesagt, ja, also, dass sie uns sich halt eben nicht anvertraut und sie weiß auch warum und so, aber, aber sie hat uns den ganzen Tag vollgebabbelt mit ihren ganzen Problemen oder was auch immer. Also wir mussten uns den ganzen Tag anhören.
was bei ihr so schlecht gelaufen ist im Leben oder was auch immer. Und ja, also genau, das war es gab ja diese Situation, wo diese Julia Bauer von Bunte da war und da hast du ja was über Simone gesagt, was ja die Zuschauer auch sehr übel genommen haben. In der Situation, als du das gesagt hast, hast du dir dann im Nachhinein gedacht, so hätte ich vielleicht lieber doch nicht machen sollen? In der Situation ehrlich gesagt gar nicht. Also als ich wirklich da war und es da angesprochen habe, für mich war das eher so, ja, also warum soll ich sie schützen? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ja mit ihr schon öfters probiert, was privat zu klären. Es hat nie funktioniert. Und wenn sie mich fragt, die Interviewerin, also Julia Bauer, wenn sie mich fragt, ob ich solche Erfahrungen hier mache, ich habe auch nicht hinter ihrem Rücken geredet. Ja. Ich habe es einfach rausgehauen und gesagt, ja, tatsächlich, ich habe hier mit einer Person einfach Schwierigkeiten. Ich finde die Dinge nicht okay. Und wenn man so bewusst sich respektlos verhält oder so, ich habe es in dem Moment wirklich nicht eingesehen, warum ich das nicht aussprechen kann. Das war ja nicht so, vielleicht sollte ich mal sagen, hey, ich fand das nicht cool. Mhm. Aber das war eine ganz andere Situation. Okay. Ja, aber im Nachhinein, als ich es dann im Fernsehen gesehen habe und als ich dann auch die Schlagzeile bekommen habe, dachte ich mir, es war für mich selber nicht schlau. Ne? Da habe ich gesagt, so, Sarah, so Ehrlichkeit hin und her, macht, vielleicht sollst du das nächste Mal ein bisschen bedachter an die Sache rangehen. So, hat man gemacht den Fehler, sag ich mal, ich habe daraus gelernt, so läuft es halt. Du hast relativ viel negative Resonanz nach dieser Folge bekommen. Ja. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich so einen Shitstorm bekommt? Ja, also wenn man es nicht gewohnt ist, ist natürlich erstmal so, hupsi. Ich war schon erstmal ein bisschen platt und dann habe ich auch irgendwann Kommentare ausgestellt, aber ja, man darf es sich nicht zu Herzen nehmen. Also man nimmt es sich automatisch zu Herzen, das passiert leider, man muss da irgendwie so einen Schutzmauer aufbauen, aber ich würde sagen, den Umständen entsprechend bin ich relativ gut mit der Situation umgegangen. Man muss es einfach ein bisschen lernen. Die Simone ist ja bei den Zuschauern relativ beliebt. Kannst du das verstehen oder wundert dich das eher? Also weil, wenn ich das so sehe, ich finde sie jetzt nicht mega unsympathisch, aber sie ist auch jetzt nicht so mein Favorite vom Charakter her, weil ich immer so das Gefühl habe, irgendwie so, das schwankt immer alles so bei ihr auch von der Laune her. Ne? Mal ist sie krank, dann geht es ihr schlecht, dann macht sie es wieder, dann hat sie davor Angst, macht es irgendwie doch. Also das ist auf mich als Zuschauer so ein bisschen fremdlich, wo ich immer so sage, boah, wie ist sie komisch und ist jetzt nicht jemand, den ich sofort ins Herz schließe. Also ich jetzt. Bei den Zuschauern ist das ja irgendwie anders. Wundert dich das oder hast du vielleicht vorher das komplette Gegenteil erwartet? Ich habe auf jeden Fall das Gegenteil erwartet, weil ich dachte, ja, vor allem Drama-Queens sind eigentlich immer eher ein bisschen unbeliebter. Ja. Aber als ich dann die ersten Folgen gesehen habe, konnte ich es nachvollziehen, weil im Endeffekt tun die Leute sie sehr gut kennenlernen. Also sie können direkt sich ein Bild von ihr machen, sie kriegen ihre Geschichte mit den Beinen mit und sie kriegt sehr viel Sendezeit. Und dann ist es ja eigentlich schon so die erste Person, die man von GNTM wirklich richtig kennt. Ja. Und auch weiterhin hat sie ja immer sehr viel Sendezeit bekommen. Und man sieht ja auch eigentlich nie so wirklich, was sie macht mit uns, also wie sie sich uns gegenüber verhält, weil sie es halt wirklich geschickt gemacht hat. Und auch immer so getan hat, als wäre sie das Opfer und wir sind alle die Bösen. Und von daher, klar, vielleicht merkt der Zuschauer, irgendwas kann eigentlich da nicht so richtig sein, wenn man sieht, es ist immer irgendwas anderes. Oder ja, man könnte es schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt, aber an sich kann man es den Leuten ja gar nicht so krass verübeln, weil das ist ja alles, was sie sehen. Ja, die nächste Frage wäre gewesen, aber die muss ich jetzt gleich anders stellen. Ob du das Gefühl hast, dass, ich will nicht sagen, Szenen verfälscht werden, das ist eine blöde Formulierung, aber dass vielleicht so Geschichten unvollständig erzählt werden, weswegen es anders rüberkommt, als man selber erlebt hat? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist... es ist ja generell schwierig, das ganze Material in diese kurze Zeit zu verpacken. Aber ich denke mir eigentlich jedes Mal irgendwie, hey, das war doch ein bisschen anders. Und da fehlt doch zum Beispiel noch diese Aussage von der einen Person. Und nur damit versteht man das alles. Der Zusammenhang fehlt einfach. Und das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erlebt. So, deshalb für die Zuschauer wird es einfach immer schwierig sein, es richtig nachzuvollziehen, wenn wir irgendwie sagen so, hey, ich habe es eigentlich so gemeint, weil man einfach die ganze Situation mitkriegt. Wie hat dir eigentlich Heidi Klum gefallen, als ich meine, wenn man die dann so das erste Mal sieht? Wie? Ja, also man kann es natürlich erstmal wieder nicht glauben, dass da gerade wirklich Heidi Klum vor einem steht, aber sie hat auf jeden Fall eine sehr starke Präsenz und es ist einfach wirklich... Immer gut gelaunt, sie kommt jedenfalls Genau, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sie jetzt persönlich groß kennenlernen, also sie ist da, wenn die Kamera da ist und so. Von daher eigentlich das, was wir sehen, ist dasselbe, was die Zuschauer sehen.
sieht sie so gut aus, wie man das als Zuschauer wahrnimmt? Ja, auf jeden Fall. Ist schon eine schöne Frau, ja? Sehr schöne Frau, ja. Okay, also war das alles so auch Heidi Klum und so zu treffen, diese ganzen Fotografen, eine gute Erfahrung? Ja. Also gab es irgendwas, wo du sagst, so habe ich mir anders vorgestellt, war irgendwie krasser als gedacht? In welcher Hinsicht? Naja, also ich meine, man geht da hin und man hat ja ungefähr eine Vorstellung von diesem Wettbewerb und wahrscheinlich ist die Realität ja ein bisschen anders. Also zum Beispiel wird ja abgekapselt von der Familie. Das ist ja, also man hat ja Handyverbot, das weiß man ja. Und ich meine, du bist ja noch sehr jung, wenn man dann das erste Mal auch so weit weg ist und Familie weg und Freunde weg. Manche gehen ja damit gut um, für manche ist es schwieriger. War es für dich easy oder schon eine große Herausforderung? Sehr große Herausforderung. Also erstmal die Kameras. Das fand ich schon sehr, sehr anstrengend, dass immer Kameras da waren. Der Druck war extrem. Ich muss sagen, ich kam damit nicht so gut klar, ehrlich gesagt. Bei mir ist halt auch Nervosität ein großes Thema. Ja. Also wenn ich dann so viele Kameras sehe, Heidi Klum steht vor mir, dann, oh mein Gott, ich habe jetzt 2-3 Minuten, ich muss jetzt das Krasseste überhaupt raushauen, dann war bei mir halt wirklich Nervosität immer extrem hoch. Das heißt, ich hätte nicht gedacht, dass mir das zum Beispiel so schwerfallen würde. Und ja, natürlich hatte ich auch irgendwann richtig krass mit Heimweh zu kämpfen. Also kommt schon viel zusammen. Man denkt ja immer so, L.A., Stars, Shootings, alles ist so super duper, aber es war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, das kann ich sagen. Hattest du Angst vom Umstyling? Nee, da habe ich keine Angst gehabt. Hast du ja auch eigentlich relativ Glück gehabt, ne? Ja, ist nichts passiert so. Wie hast du denn, war ja auch ein großes Thema der Staffel, wie hast du denn Joy empfunden? Oder Jasmin, Leute fragen mal so, wer ist denn Joy? Ich weiß gar nicht, warum Joy sagt, das glaube ich, mal eingeblendet war. Habt ihr sie Jasmin oder Joy genannt? Joy. Okay, dann darf ich sie jetzt auch Joy nennen. Wie hast du sie denn so von Anfang an erlebt? Ja, also über die Österreich-Zeit hatte ich ja nicht viel von ihr mitbekommen eigentlich, weil sie war im anderen Team. Ich habe immer nur halt die Erzählungen mitbekommen, also was sie schon wieder gemacht haben soll und so weiter. Aber ich konnte mir eigentlich nicht selber ein Bild machen. Und dann in L.A. War das schon so, dass ich sie eigentlich auch als einen sehr lieben Menschen empfunden hatte. Also sie hatte halt diese zwei Seiten und die waren immer sehr sprunghaft und wechselhaft. Aber sie war zum Beispiel jemand, die hat immer aufgeräumt, sie hat immer gekocht und war eigentlich so sehr fürsorglich. Konntest du es verstehen, dass sie immer weitergekommen ist? Weil so von der Leistung her war es ja bei ihr nicht so doll. Ja, nee, das konnten wir. Also wir konnten das leider nicht verstehen von der Leistung her. Es ist ja dann irgendwann eskaliert zwischen ihr und Lena. Mhm. Hast du geahnt, dass es irgendwann mal mit Joy eskalieren könnte? Oder war das eine ganz große Überraschung? Ja, viele haben es vorher gesagt. Zum Beispiel Therese hat auch immer gedacht, das könnte halt mal wirklich schwierig werden oder gefährlich werden für uns. Aber ich konnte mit ihr eigentlich ganz gut umgehen. Deshalb hatte ich jetzt nie, also ich glaube, sie hätte mich niemals angegriffen. Niemals. Wenn es dann oft mal so war, wenn irgendwie ein paar Leute gesagt haben, ey Joy, jetzt lass das mal. Und so, dann war sie halt wirklich dann auch so, ey Joy, was soll das? So hat sie nachgeäfft. Aber wenn ich zu ihr gesagt habe und einfach meinte, ja Joy, könntest du vielleicht bitte mal aufhören? Dann war es so, wenn du so lieb fragst. Also, ja wirklich. Also, es war schwierig, aber ich denke, wenn man wusste, wie man mit ihr umgehen muss, dann war sie eigentlich sehr lieb. War es in diesem Moment, als sie, ich sag mal, auf Lena losgegangen ist, eigentlich dabei? Also hast du das auch gesehen? Ja. Und also, wir brauchen jetzt gar nicht die Szene mal beschreiben, weil es haben schon alle anderen gemacht. Aber wie hast du in dem Moment reagiert? Ich hatte einfach so eine Schockstarre. Also ich war direkt davor und ich habe gesehen, es ging ja seit Ping-Pong, dieser Streit. Und ich dachte so, ich wollte sogar eigentlich zu Joy gehen und nach ihr schauen, weil bei Lena waren halt schon viele. Mhm. Aber ich dachte mir, nein, ich halte mich heute raus, ne? Ich mache jetzt heute einfach mal gar nichts. Und dann, ist hat's eskaliert. Geknallt. Genau, ja. Und ich stand davor und war so, ich konnte gar nichts machen. Also ich war so geschockt. Also war einfach krass, platt. Ja. Okay, wir wollen jetzt nicht nur über Joy sprechen. Quatsch wir doch mal über Enisa als Beispiel. Enisa ist ja freiwillig ausgestiegen. Für mich als Zuschauer wahrscheinlich ging es den anderen auch so, dass man so das Gefühl hatte, so warum? Das wurde ja auch sehr komisch gezeigt. Wie hast du das empfunden? Was glaubst du, warum sie gegangen ist oder was das Problem war? Also im Fernsehen kriegt man das gar nicht so mit, aber sie hatte schon längere Zeit Heimweh gehabt. Also es hat auf jeden Fall auch in ihr gearbeitet, aber den Entschluss hat sie gezogen, weil sie
was daheim zu klären hatte. Okay. Also da war irgendwas, da musste sich dringend drum kümmern und das war dann so das letzte i-Tüpfelchen, sagt man ja. So, warum sie dann gesagt hat, dass sie geht. Okay, also es war jetzt für dich nicht so eine Überraschung, wo du schon gemerkt hast, da... Ja, also es kam für uns nicht überraschend. Glaubst du, dass Lisa in die Top 10 gekommen wäre eventuell? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich war einfach mal so skeptisch, ne? Weil Lisa ist ja so ein sehr spezieller Typ und dann am Anfang dachte ich so, passt die in die Sendung? Aber als ich sie gesehen habe, war ich eigentlich dann doch positiv überrascht. Also ich glaube nämlich, am Anfang habe ich so gesagt, ich sehe die nicht mal in der Top 20 und dann dachte ich so, okay, ich glaube so Top 10 hätte sie schon schaffen können. Ja, sie hat halt eine sehr starke Präsenz auch. Also wenn sie in einen Raum reinkommt, dann man sieht sie auf jeden Fall und auch so vom Charakter, sie ist sehr, sehr charakterstark und sehr laut. Und sie ist einfach aufgefallen. Die ist auch, vielleicht täuscht es auch, die ist auch sehr groß, oder? Ja, es ist auch, glaube ich, 1,80. Ja, das hat mir Spaß gemacht, ja. Gab es irgendein Shooting von denen, die wir jetzt ja gesehen haben, wo du sagst, das war für dich irgendwie, keine Ahnung, so eine riesen Herausforderung? Bis jetzt ehrlich gesagt nicht. Also war alles noch relativ... Alles war entspannt. Ich musste sogar ein bisschen schmunzeln, als wir vom Dreier springen sollten, so, weil es war dann so... So mit so ein bisschen Drama alles so, heute müsst ihr vom Dreier springen, ich mal so ein bisschen, ne? like really? So, ja, also ich habe eigentlich mich schon richtig auf Action vorbereitet, so, ich kann dann auch eher aus mir rauskommen, wenn da so Adrenalinkick ist, das macht mir dann eher Spaß, von daher war ich eigentlich sogar ein bisschen enttäuscht bis jetzt. Was sagst du eigentlich dazu, dass als Beispiel jemand wie Caroline so gar nicht gezeigt wird? Also das tut mir wirklich mega leid, also mich persönlich wird das, ich wurde jetzt auch nicht immer viel gezeigt, aber ich glaube, das tut schon weh. Ich meine, sie war ja auch dabei. Sie hat ja auch Leistungen abgeliefert. Ja. Das heißt, dann sich anschauen zu müssen, dass man überhaupt nicht relevant ist, schon ärgerlich. Wer wäre denn für dich die Gewinnerin? Also jetzt nicht, dass ich meine, du könntest auch eine Gewinnerin sein. Ich meine, man nimmt ja daran teil, um zu gewinnen. Deswegen musst du jetzt nicht sagen, ich, weil sonst schimpfen wieder alle. Ist ja klar, jeder, der teilnimmt, möchte gerne gewinnen. Aber wen könntest du dir denn noch so als Gewinnerin vorstellen? Aber also von deinem persönlichen Geschmack, jetzt weniger von der persönlichen Komponente, sondern einfach, wo du sagst, Modelpotenzial ist vorhanden, die könnte ich mir als Gewinnerin vorstellen. Alicia und Vanessa, würde ich sagen. Also, ja. Alicia ist auch generell in ihrer Leistung immer super stark. Und sie hat halt wirklich, finde ich, auch gerade dieses klassische GNTM-Ding. Also so sehr natürlich und super, super lieb. Also es ist wirklich so ein krass lieber Mensch. Und Vanessa ist halt wirklich immer on point. Also sie ist sehr, sehr selbstbewusst, sie ist sehr, sehr straight, sie liefert direkt ab, sie kommt immer mit 1 Million Ideen. Also ich finde, sie hätte es auch auf jeden Fall verdient. Würdest du, ich meine, geht ja eigentlich gar nicht, aber würdest du nochmal teilnehmen? Ich würde es mir auf jeden Fall nochmal richtig überlegen. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das alles so abläuft und dass das wirklich so schwer sein würde. Deshalb schwierig. Hast du überhaupt damit gerechnet, dass du so weit kommst? Also ich meine, wir sind ja jetzt kurz vor dem Einzug in die Top 10. Ja, also 11 Kandidaten, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind noch dabei. Ich glaube, es sind noch 11 sein, genau. Hast du überhaupt, ich meine, ne, du wurdest im Casting abgelehnt, weil zu klein, dann bewirbst du dich nochmal, bist mit dabei und jetzt bist du kurz vor der Top 10. Hast du jemals damit gerechnet, dass du überhaupt so weit kommen würdest im Wettbewerb? Nö. Also ich habe es wirklich nicht gedacht. Ich dachte, ich probiere es nochmal und ich versuche mich durchzusetzen, aber ich hab wirklich nicht dran geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Man sieht ja immer so, was manche Kandidatinnen bei Instagram posten. Viele gucken das ja dann immer mit der Family oder mit der Freundin oder mit wem auch immer. Wie machst du das immer? Also ich muss sagen, ich habe das jetzt schon 1-2 Mal so gemacht, dass wir uns in Grüppchen getroffen haben, aber ich mag das gar nicht. Komisches Gefühl oder warum? Nee, weil es einfach anstrengend ist, wenn die Leute unterhalten sich ab und zu mal und dann willst du, weil dich interessiert das ja so krass, wie das geschnitten wird. Ja. Mich interessiert es dann ja auch, was eine Lena oder sonst jemand sagt und du bist da so drin, weil du einfach dabei warst und wenn da ein bisschen gequatscht wird oder dann kommen zwischendurch halt auch immer Fragen, ist ja klar. Ja. Und das finde ich eher anstrengend, deshalb gucke ich das lieber alleine. Ja. Ja, cool. Dann danke ich dir für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben oder ihr könnt Sarah bei Instagram schreiben. Aber lieb sein, bitte keinen Shitstorm. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben eigentlich alles so besprochen, was wir besprechen sollten. Mhm. Ja. Wenn mir später noch was einfällt, ist es zu spät, aber dann können wir das ja in den Kommentaren beantworten. Wie gesagt, schreibt euer Feedback in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und wir sagen bis später. Ciao, ciao.